Ja, machen wir zügig weiter, damit wir alle auch der spannenden Diskussion, die gleich folgt, noch folgen können. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne noch die letzte Inputgeberin und Moderatorin dieser Podiumsdiskussion vorstellen, Elisabeth Scharfenberg. Auch dir, Elisabeth, herzlich willkommen. Elisabeth Scharfenberg ist Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat Sozialarbeit, Sozialpädagogik an der Staatlichen Fachhochschule Berlin studiert, ist Mitglied im Kuratorium Deutsche Altershilfe und im Landeskuratorium Bayern des Internationalen Bundes. Darüber hinaus ist Elisabeth Scharfenberg Beirat im Projekt des IFAF-Instituts Berlin zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und Selbstbestimmung im Alter. Seit 2005 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages und dort, wie gesagt, Mitglied im Gesundheitsausschuss und Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik. Herzlich willkommen, Elisabeth. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Was du nicht erwähnt hast, ist, dass bei mir die Ein-Kind-Politik nicht funktioniert hat. Ich bin Mutter von 4 Töchtern. Aber auch damit werden wir es wahrscheinlich nicht rausreißen, oder Professor Rüttgang? Ja, ich danke allen Referentinnen und Referenten nochmal ganz ausdrücklich für den wertvollen Input, den sie uns gegeben haben. Es ist ein ganz vielfältiges und auch ein mehrdimensionales Bild, das uns den Fachkräftemangel, auch das Fachkräftepotenzial und die Verteilung der Pflegearbeit national und auch international nochmal gezeichnet hat. Und gerne möchte ich jetzt auch nochmal zum Auftakt der Diskussionsrunde, die wir dann auch gleich haben werden, zu der ich Sie dann gleich nach oben bitten werde, möchte ich gerne nutzen, um auch nochmal eine kurze politische Bewertung dazu abzugeben. Du hast das gesagt, ich bin für die Bundestagsfraktion der Grünen die pflegepolitische Sprecherin und dementsprechend beschäftigt mich natürlich die Frage, wie bewältigen wir denn die Pflege im 21. Jahrhundert und die Lösung eines so vielschichtigen Problems wie der pflegerischen Versorgung, auch des Fachkräftemangels, die ist einfach nicht leicht. Und es gibt dabei sehr, sehr viele Stellschrauben, es gibt sehr viele Akteure, es gibt sehr viele Lobbyisten und sehr, sehr viele zu bedenkende Facetten und eine große gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir da auch haben. Die Versorgung eines auf Pflege angewiesenen Menschen, die ist in Deutschland immer noch weitgehend in der Hand der Familien und auch somit der Angehörigen. Und sie stellen eine der wichtigsten Säulen im Versorgungssystem dar. Sie zu unterstützen und sie auch zu entlasten, das ist also das Gebot der Stunde. Und dabei müssen wir die unterschiedlichsten Hilfen anbieten. Denn die Lebenswelt der pflegenden Angehörigen, die auf Angebote angewiesen sind, die brauchen auch Angebote, die zu ihnen passen. Und das muss sehr, sehr individuell sein, denn die Familien leben auch sehr unterschiedlich und das Leben an sich ist ja auch sehr bunt. Einen weiteren Eckpfeiler bilden natürlich die professionellen Dienstleister, egal ob im ambulanten oder eben auch im stationären Bereich. Dort herrscht auch zunehmend Personalmangel, es herrschen Arbeitsverdichtung und auch Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen. Und dringende Initiativen wie der Abbau von überbordender Bürokratie, die sind aktuell in der praktischen Erprobung. Wie es aber mit der flächendeckenden Umsetzung aussieht, ja, das steht derzeit noch in den Sternen. Und bei der Bekämpfung des Problems allein auf den Zuzug von ausländischen Pflegekräften zu setzen, das halten wir schlicht und ergreifend für unvernünftig. Solange die Rahmenbedingungen bei uns nicht passen, wird dieser Sektor auch nicht für Arbeitsmigrantinnen und Migranten interessant sein, werden oder eben auch bleiben. Und zudem haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber anderen Ländern und die müssen wir auch wahrnehmen. Auch diese stehen vor den Herausforderungen des demografischen Wandels. Die Frauen, die eben sich entschließen, zu uns zu kommen, zu arbeiten, die haben Familie, die haben Kinder in ihrem Ursprungsland, die oftmals für den Job in Deutschland zurückgelassen werden. Ein wichtiger Stützpfeiler der familiären und professionellen Pflege, das ist, so will ich es mal bezeichnen, die semiprofessionelle Unterstützung durch Haushaltshilfen eben aus anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern. Sie sind für manche Familie die einzige Option, um einen Umzug von daheim ins Heim zu vermeiden. Und das Problem dabei ist, es handelt sich oft um illegale Beschäftigungsverhältnisse, auch wenn sie
legal angebahnt werden und auf einer sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsverhältnis beruhen. Aufgrund der Alltagsbedingungen, die in den Familien herrschen, werden sie illegal. Das wurde vorhin auch schon angesprochen. Die Arbeitsbedingungen im Alltag entsprechen oft nämlich überhaupt nicht den in Deutschland geltenden Grundsätzen. Das heißt, dass die Arbeitszeit an Werktagen eben 8 Stunden nicht überschreiten darf, dass es feststehende Pausen und Ruhezeiten geben muss, dass nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewährleistet werden muss. Und für die Arbeitgeber liegt nämlich der eigentliche Charme in diesem Arbeitsverhältnis, dass diese Haushaltshilfen 24 Stunden rund um die Uhr anwesend sind. Und genau aus diesem Grund werden sie ja auch in die deutschen Haushalte geholt. Auch wenn die Haushalts- und Betreuungskräfte legal angestellt sind, leisten sie im Endeffekt Schwarzarbeit, wenn sie sich nicht an die geltenden Gesetzeslage im Arbeitsschutzrecht halten. Und man findet sie auch nur, das wurde auch vorhin schon erwähnt, in besser situierten Haushalten. Man muss es sich nämlich auch erstmal leisten können, 1500 bis 1800 Euro im Monat für eine solche Arbeitskraft auszugeben. Das haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Eine weitere Versorgungssäule, denke ich, ist die Gesellschaft an sich. Es wurde vorhin schon genannt, zivilgesellschaftliches Engagement. Das heißt, das ist kein abstraktes Konstrukt, da sind wir nämlich einfach alle gefragt, als Engagierte, als Nachbarn, als Freunde, als Bekannte. Wir sind gefragt, uns in die Betreuung und auch in die Pflege einzubringen. Und ich denke, uns allen muss klar sein, ohne das Engagement der Gesellschaft ist diese Aufgabe einfach nicht mehr zu leisten. Und dabei kann natürlich auch jeder seinen eigenen Beitrag erbringen, ob es nun ein Fahrdienst oder ein Besuchsdienst ist, das Angebot, den Einkauf zu übernehmen, zum Arzt zu begleiten und so weiter und so weiter. Wir haben heute schon viele Menschen, die sich zum Pflegebegleiter ausbilden lassen. Sie sind dann für die pflegenden Angehörigen da. Sie kümmern sich um die pflegenden Angehörigen, sie hören zu, sie helfen mit, damit auch da keine Vereinsamung eintritt. Und diese Säule, die ist noch klein und ich denke, ihr wird auch noch oft zu wenig Beachtung geschenkt. Aber wir benötigen diese Säule, um die auf den anderen Säulen ruhende Last dann eben auch besser verteilen zu können. Das ist auch zielführend, zumal wir hier alle gefragt sind und keiner sich dem letztendlich entziehen kann. Es ist also nicht nur die Politik in Bund und Land, es ist also nicht nur die Pflegewirtschaft, es sind nicht nur die Sozialversicherungspflegeträger gefragt. Wir alle sind als Gesellschaftsmitglieder gefragt und sollten uns angesprochen fühlen, um die Pflege in Deutschland zu sichern. Das kurz als mein Eingangsstatement und möchte ich natürlich meinen Podiumsgästen noch ein bisschen Raum und Zeit schenken. Herr Professor Rothgang hat nicht mehr allzu viel Raum und Zeit, denn er muss noch seinen Zug erreichen. Deshalb bitte ich Sie jetzt ganz flott hier oben auf die Bühne. Danke. Kommen Sie auch? Frau Dr. Lutz, kommen Sie auch? So, gut. Wir sind gut zu hören. Herr Professor Rothgang, Ihre Zeit ist knapp. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich mit Ihnen anfange, um Ihnen auch noch die Möglichkeit zu geben, heute noch nach Hause zu kommen, dass Sie hier kein Arbeitsmigrant sein müssen. Ja, Herr Professor Rothgang, Sie haben uns vorhin Ihre PowerPoint-Präsentation gezeigt und es war klar, es vergeht kaum ein Monat, in dem wir nicht eine Mitteilung bekommen, eines Instituts, einer Beratungsgesellschaft oder der Arbeitgeberverbände, dass wir Horrorzahlen im Bereich Fachkräftemangel entgegenlaufen. Mal sind es bis zum Jahr 2020 220.000 Fachkräfte, die fehlen. Sie haben vorhin das noch etwas stärker gezeichnet. Sie sind von 491.000 fehlenden Vollzeitstellen ausgegangen. Das macht natürlich Stimmung. Ja? Also das bewegt die Gesellschaft hoffentlich eigentlich erstmal und ich denke, nicht zuletzt soll auch die Politik da natürlich ein bisschen unter Handlungsdruck gesetzt werden, dass Bemühungen ja getroffen werden, um da eine Einwanderung eben zu verstärken und möglich zu machen. Ich denke, Sie haben es vorhin gesagt, Sie sehen das kritisch, ich persönlich sehe das auch kritisch. Ich würde auch ganz gerne über andere Lösungsansätze da nachdenken wollen. Zum Beispiel, was können wir denn tun, damit wir gar nicht so viele Pflegekräfte brauchen? Zum Beispiel im Bereich Prävention,
Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und damit natürlich auch einhergehender Ausbau von niedrigschwelligen Dienstleistungen oder auch das Thema Ambient Assisted Living, AAL, eben technikunterstütztes Wohnen. Was würde Ihnen denn so einfallen, um diesen Weg zu gehen, damit wir wegkommen von diesem Horrorszenario der fehlenden Fachkräfte? Ja, erst nochmal zu diesem Horrorszenario. Macht es Stimmung? Ich würde mir wünschen, dass es Stimmung macht, aber Stimmung in dem Sinne, dass wir sagen, das ist eine gewaltige Zukunftsaufgabe für uns, und zwar für uns alle. Also wenn ich mal andere Zahlen nennen darf, ne, was wir uns schon angeschaut haben, wer wird denn pflegebedürftig? Wie groß ist das Risiko, pflegebedürftig zu werden? Bei Frauen liegt es im Moment bei 70%, bei Männern bei 50%. Wir reden nicht über abstrakte Pflege, wir reden über unsere Zukunft. Ne? Jeder zweite Mann, zwei von drei Frauen werden pflegebedürftig. Darüber reden wir. Und wenn wir uns dann die Zahlen angucken, ich habe es eben angedeutet, Modellrechnungen haben natürlich immer Setzungen, da gibt es Unsicherheiten. Aber an der Dimension des Problems kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Und wenn wir dafür Stimmung machen, dafür Bewusstsein zu erzeugen, dann finde ich das gut. Wenn die Stimmung dann dahin geht, wir müssen das durch Zuwanderung lösen, dann haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Wir müssen überlegen, wie wir diese Probleme, diese Versorgungslücke schließen können, und ohne dabei ausschließlich auf Zuwanderung zu setzen. Und Sie haben ja schon ein paar Stichworte genannt. Jetzt würde ich sagen, bei dem ersten Prävention, muss ich gestehen, bin ich wiederum skeptisch. Nicht, dass ich ein Gegner der Prävention wäre, ganz im Gegenteil. Ich halte das für wichtig und richtig. Aber dass wir damit das Problem merklich abmildern, wäre nur dann der Fall, wenn Prävention dafür sorgen würde, dass die Morbidität abnimmt und die Mortalität unverändert bleibt. Ist aber nicht sehr plausibel. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir auch länger leben und die Pflegebedürftigkeit dann später auftritt. Und das ist auch das, was wir im Moment beobachten können. Wir haben seit 10, 15 Jahren Statistiken und was wir sehen, wir gewinnen Lebenszeit dazu, wir gewinnen gesunde Lebenszeit dazu, wir gewinnen aber auch Lebenszeit dazu, die in Pflege verbracht wird. Und zwar sogar noch ein bisschen mehr als gesunde Lebenszeit. Das heißt, was Prävention bewirken wird, ist, dass wir länger leben, länger gesund leben, aber nicht unbedingt, dass die Pflegezeit reduziert wird. Das heißt, an dieser Pflegelast, wenn ich das mal so nennen darf, glaube ich, wird es nicht viel ändern. Das heißt, Prävention tun, aber es wird unser Problem nicht lösen. Was Lösung bringen kann, sind andere Pflegeformen, Quartierskonzepte, AAL. In diese Richtung, denke ich, sollten wir verstärkt gehen. Ja, vielen Dank. Die derzeitigen Zahlen der Bundesarbeitsagentur für Arbeit, die beschreiben ja eine prekäre Situation. Es gibt bis zu 10.000 offene Stellen, die zur Verfügung stehen. Aber wir haben gerade mal in dem Bereich 3.600 Arbeitssuchende. Es wird gesagt, ein frei werdender Arbeitsplatz bleibt im Schnitt mehr als 4 Monate unbesetzt. Und Sie haben jetzt in der Bertelsmann-Studie ja das Arbeitsfeld der Altenpflege genauer angeschaut. Aber es gibt ja auch andere Bereiche in der Pflege. Es wird ja auch gepflegt in Krankenhäusern, bei ambulanten Pflegediensten, in Wohngruppen, psychiatrische Fachkrankenhäuser, die auch zukünftig massiv vom Fachkräftemangel eben betroffen werden. Wenn das so ist, woran liegt das und wie können wir letztendlich unattraktive Arbeitsfelder denn da in den Griff bekommen? Da würde ich gleich noch eine Frage anschließen. Pflege wird ja langsam ein Mangelberuf in verschiedener Hinsicht. Das heißt, Pflegekräfte könnten sich ja eigentlich, da sie sehr rar sind, die Stellen sind offen, ihren Arbeitsplatz aussuchen und dementsprechend eigentlich auch den besten Arbeitsplatz aussuchen. Die Frage würde ich auch gleich an Frau Dr. Lutz weitergeben. Die Klagen, die Sie der Migrantinnen aufgezählt haben, dass es schlechte Arbeitsbedingungen sind, schlechte Bezahlung, dass man sich nicht wohlfühlt in der Arbeit, keine Anerkennung, die sind ja offensichtlich bei den Arbeitsmigrantinnen genau die gleichen wie bei den professionell Pflegenden. Ist Pflege einfach so oder woran liegt das denn? Ja, ich meine, der Gedanke, dass durch die Arbeitsmarktsituation die Pflegekräfte zu den besseren Arbeitgeber wechseln und dadurch die Situation insgesamt besser wird, ist natürlich überaus charmant. Warum findet das nicht statt? Zum einen, es gibt eine Loyalität den zu Pflegenden gegenüber, die man kennt. Zum zweiten, gibt es tatsächlich die besseren Pflegedienste, die besseren Pflegeeinrichtungen. Viele der Dinge, die wir beklagen, sei es die Lohnstruktur, sei es die Arbeitsbedingungen, sind ja
so unterschiedlich dann auch nicht. Die liegen ja nicht zuletzt auch an den Refinanzierungsmöglichkeiten etc. Das heißt, ein Wettbewerb dergestalt, dass die Pflegekräfte zu den besseren Einrichtungen wechseln, setzt eigentlich voraus, dass wir bessere Einrichtungen haben, dass das bekannt ist, dass die besseren Einrichtungen gibt und dass wir dann auch die Pflegekräfte dazu motivieren, in diese Richtung zu wechseln. Das ist natürlich eine Aufgabe, da muss ich jetzt mal sagen, wer hier von den Pflegeverbänden anwesend ist, das ist nicht uncharmant zu sagen, in diese Richtung könnten wir eine Qualitätsverbesserung in der Pflege herbeiführen, wenn wir auf die Unterschiede, die da sind, hinweisen. Soweit ich das sehen kann, findet ein solcher Wechsel im Moment noch nicht in Massen statt. Ich bin immer wieder erstaunt, weil also wir haben hier offensichtlich doch unterschiedliche Wahrnehmungen. Also es gibt natürlich zum einen gibt es diese formelle Pflege und die offizielle Pflege, aber es gibt also die Menschen, Familien heute suchen sich Hilfe außerhalb des offiziellen Marktes. Ja, das heißt, und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, ja, dass das jetzt dass die Polin, von der eben am Anfang auch die Rede war, wirklich auch eine Realität ist in vielen Haushalten, dann müssen wir, glaube ich, nochmal woanders ansetzen. Also ich bin absolut dafür, das sind natürlich ganz wichtige Fragen, also Sie haben das auch angesprochen, also dass die Bezahlung sich verbessern muss, dass es überhaupt ein Beruf mit Status werden muss, das ist es im Moment nicht, also im Pflegeheim zu arbeiten. Die Frage der Fachkräftebezahlung sich verbessern sollte, aber wir sehen eben, wir haben die Heime, wir haben die Krankenhäuser, wir haben die offiziellen Einrichtungen, aber wir haben eben daneben auch die informellen Lösungen. Und die informellen Lösungen können wir nicht ignorieren und die können wir auch nicht durch formalisierte Verfahren jetzt erstmal aus der Welt schaffen oder sagen, gut, das ist eben illegal und damit ist es irgendwas, was wir nicht wollen. Ja? Aber es ist da und damit, finde ich, muss man umgehen. Und ich glaube da, dass alle die Lösungen, die Sie genannt haben, zivilgesellschaftliches Engagement, die Pflegebegleiter und so weiter, das sind ganz wichtige Ansätze, aber viele Leute scheinen es noch nicht zu sein, die sich da engagieren. Und deshalb glaube ich, dass unsere Lösung sein muss, über das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit nachzudenken und eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen. Denn wenn ich 60 Stunden oder 80 Stunden in der Woche arbeite, wie Sie vermutlich, wie so Ihr Alltag aussieht, dann habe ich keine Zeit mehr, meiner Nachbarin am Wochenende mit ihr spazieren zu gehen oder vor Kindern vorzulesen oder sonst was. Wir haben einfach unser Alltag, unsere Welt ist so getaktet, dass die Arbeit vorgeht. Und solange das so ist, wird diese Care-Arbeit eine sein, die immer an den Rand gedrängt ist, die immer schlechter bezahlt wird, die immer sozusagen auf diesen informellen Markt und dann eben auch auf Migrantinnen zurückgreift. Der globale Markt ist da, da können Sie sagen, ich finde das keine gute Lösung, aber er ist da und er funktioniert ja interessanterweise scheinbar auch besser, als man das denken würde. Herr Rothgang, Sie haben zum Mikro gegriffen. Wollen Sie gleich darauf reagieren? Bitte schön. Also erstmal zivilgesellschaftliches Engagement. Wo können wir es verorten? Ich glaube, die großen Potenziale haben wir bei den jungen Alten. Die nämlich, die aus dem Beruf schon langsam ausgeschieden sind oder auf dem Weg nach draußen sind, die sich kürzer setzen, die aber noch 10, 15 Jahre haben, wo sie auch gerne eine sinnvolle Tätigkeit ausüben würden. Also ich glaube, dass wir da eher Potenziale haben als bei uns hier auf dem Podium, weil da stimme ich Ihnen zu. Ne? Ich fahre jetzt gleich nach Hause, bin um 5 Uhr Mitternacht in Bremen am Hauptbahnhof, um 7 Uhr stehe ich in der Küche und mache den Haferbrei. Ne? Also da ist keine Zeit mehr, ne? Auch mit nur 2 Söhnen und nicht 4 Töchtern. Aber da bei den jungen Alten, da wäre noch Potenzial. Und was den globalen Markt angeht, wir haben es ja eben gehört, den Ethical Code der WHO, 50 Länder sind drauf. Ich war jetzt vorige Woche in Utrecht bei der Joint Action on Health Manpower Planning der EU. Was wir da diskutiert haben, unter anderem, ist der Braindrain aus den osteuropäischen Staaten
in den Westen. Die Ungarn, die Rumänen, die klagen wortstark und die werden nicht mehr lange nur klagen. Also ich glaube, dass da auch auf europäischer Ebene etwas passieren wird, dass es nicht so weitergeht. Es wird anfangen, sich bei den akademischen Berufen, bei den Ärzten, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Pflege dann ausgreift, dass nicht mehr Rumänien ausbildet für den Westen. Und wenn ich mir dann vorstelle, die wirklichen Probleme tauchen in 20, 30, 40 Jahren auf, wo wir auch in Osteuropa andere Lohnniveaus haben, wo die Chinesen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie zu Hause gebraucht werden, jetzt auf eine Strategie der Migration setzen, wird uns sicherlich spätestens dann auf die Füße fallen. Ich würde ganz gern, ich nehme Sie gleich dran, Ihnen noch eine letzte Frage stellen. Wir haben ja diese Murmelrunden gehabt, da wurden mir hier diese Karten gegeben und ich finde, es passt jetzt nochmal ganz gut zum Abschluss. Und da steht, gibt es eine Pflicht zum zivilgesellschaftlichen Engagement? Ich denke, das würde jetzt ganz gut nochmal in diesen Reigen passen. In rechtlicher Hinsicht sicherlich nicht. In anders normativer Hinsicht, ich würde es mir wünschen, dass ein Commitment da wäre. Pflicht ist ein starkes Wort. Wir kennen es aus der Pflicht zu pflegen. Die Verhältnisse, wo aus Pflicht zu pflegen gepflegt wurde, waren nicht immer die besten. Also lieber freiwillig als Pflicht. Gut, danke schön. Bitte. Muss man das Herr Professor Rothgang ist aus meiner Seite jetzt aus dieser Pflicht, hier sich zu engagieren, entlassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche eine gute Heimfahrt. Ich wollte noch ein paar Stichworte zu dem globalisierten Markt sagen und zur Frage, man kann sich doch einfach einen besseren Arbeitgeber suchen. Für den formellen Bereich, haben wir schon vorhin auch gehört, gibt es Rahmenbedingungen, die das zum Teil einfach verhindern, Refinanzierungsfragen und, und. Für den informellen Bereich gibt es noch viel stärker Rahmenbedingungen, die das verhindern. Ich komme eben, wenn ich, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, legal gar nicht nach Deutschland komme, um hier im Haushalt jemanden betreuen. Real passiert das aber, Moldawien, Ukraine, also wir verlagern uns ja jetzt schon nach Osten und ins Illegale. Auch in den illegalen Aufenthalt. Wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, jeder weiß, die Frauen kommen, die Frauen arbeiten hier, die werden von den arbeitgebenden Haushalten gebraucht, behaupten die zumindest, und wir machen bewusst Rahmenbedingungen, dass der globalisierte Markt als Marktgeschehen nicht funktionieren kann, weil ich nämlich einem Marktbeteiligten, der Arbeitnehmerin, keine Rechte gebe. Also ich baue hier bewusst von den Rahmenbedingungen meiner Meinung nach auf einen globalisierten Markt mit einem entrechteten Marktteilnehmer, Arbeitnehmerin. Das funktioniert wunderbar, dadurch habe ich billige Arbeitskräfte. Und das ist ja das, was die meisten unbedingt wollen in dem Bereich. Ich denke, es geht auf der einen Seite um billige Arbeitskräfte. Es geht natürlich um eine absolute Entlastung in der Familie zu haben. Wenn Sie haben das vorhin gesagt, es kommt zu familienähnlichen Verhältnissen, dann wird das plötzlich ganz normal, dass es keine Arbeitszeit mehr gibt und dass man 24 Stunden, 7 Tage die Woche über Monate hinweg zur Verfügung steht, wie das eine Tochter täte. Das wurde ja vorhin auch in diesem Einspieler wie ein tochterähnliches Verhältnis genannt. Ich habe jetzt hier aus einer Murmelrunde nochmal ein Blatt, da steht, das deutsche Arbeitszeitgesetz gilt nicht für die im Haushaltslebende Beschäftigte. Das stimmt hier aber eigentlich überhaupt nicht. Ja? Es wird nur so getan, als würde es nicht gelten. Ja. Also wir haben hier ja auch gewerkschaftliche Vertretung. Das Arbeitszeitgesetz gilt generell. Es gibt eine Ausnahme für die Betreuung oder Pflege, wenn die betreuende oder pflegende Person in familiärer Gemeinschaft mit dem Betreuten oder Gepflegten zusammenlebt. Das hat mit Privathaushalt erstmal gar nichts zu tun. Das Beispiel überhaupt dafür sind SOS-Kindermütter, die leben nicht in ihrem Privathaushalt, die leben in dem familiären Beziehungsgeflecht SOS-Kindermutter mit den Kindern, die eben von ihr eigenständig betreut werden. Das heißt, wie andere Mütter auch, entscheidet sie, wann sie selber schlafen geht, was sie morgen kochen wird und.
Solche Pflegearrangements wird es sicherlich auch geben. Ich habe vorhin 20 Minuten gehabt, da kann man nicht jedes Detail erwähnen. Aber der Regelfall ist, dass die Arrangements nicht so sind, sondern dass das Personen sind, die ohne irgendeine Eigenständigkeit und auch ohne familiäres Zusammenleben, weil das ist ja auch ein Trugschluss, da kaufe ich mir eine Schwiegertochter. Zum Glück kann man sich heutzutage in Westeuropa Schwiegertöchter nicht kaufen. Und sicherlich nicht für das billige Geld. Also das ist ein Trugschluss, dass da irgendwas Familiäres entsteht. Bei Ausnahmen bestätigen jede Regel. Es gibt ganz tolle auch Beziehungen, die da entstehen, die auch halten, wenn die Pflegesituation vielleicht durch Tod des Pflegenden vorbei ist. Trotzdem entstehen auch zu den Kindern Verhältnisse, Beziehungen, die sich erhalten, die erhalten bleiben. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, dass ich es mit einer Arbeitskraft zu tun habe, die schlecht bezahlt ist, die keine Möglichkeiten hat, selbstbestimmt zu agieren, die betteln muss, dass sie sonntags in die Kirche gehen darf. Das ist nicht eigenständig betreuen oder pflegen. Und für diese gibt es die Ausnahme. Das Zusammenleben und das eigenständige Agieren mit einem Kind oder alten Person, die betreut oder gepflegt wird. Der Privathaushalt als solches hat damit überhaupt nichts zu tun. Natürlich gelten alle Regeln, wenn ich in meinem Privathaushalt einen Fliesenleger engagiere oder irgendwas anderes mache. Also nicht der Privathaushalt ist das Entscheidende. Wir hatten ja ein Zuwanderungsabkommen mit Kroatien und mit Serbien in den vergangenen Jahren und das hat zum Zuzug von nur wenigen hundert Pflegekräften eben geführt. Woran liegt das denn, Frau Dr. Tiesler-Marender? Wir schauen ja auch immer wieder ganz neidvoll auf andere Länder, wo wir sagen, eigentlich ziehen bei uns die Pflegekräfte an Deutschland vorbei. Die ziehen nach England, die ziehen nach Skandinavien, die ziehen in die Schweiz. Da werden diese Kräfte offensichtlich wie Magnete angezogen. Machen die das besser als wir oder ist das im Grunde genommen eigentlich nur eine Mär, die sich da hält? Und wenn man die britischen Medien beispielsweise sich mal anschaut, dann fehlen auch dort aktuell 20.000 Krankenschwestern und Schwestern und Pfleger. Und laut einer Untersuchung der Krankenpflegergewerkschaft dort ist jede 20. Stelle im stationären Pflegebereich nicht besetzt. Und die Begründung dafür in England, in Großbritannien, die Arbeitszeiten sind zu lang, der Lohn ist zu bescheiden, die Arbeitsbedingungen sind mies. Es droht der Notstand. Was ist da los? Also so genau kenne ich mich natürlich auch nicht in allen anderen Ländern, geschweige denn der Welt, auch nur Europas aus. Das Grundproblem ist immer das gleiche und das hatten wir auch schon angesprochen. Die Pflegetätigkeit ist gesellschaftlich gesehen zwar ein Top-Thema und wir reden auch darüber, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir alle tragen. In der Realität ist es aber ein typisches Frauenthema und ein typischer Frauenberuf. Und was haben Frauenthemen und Frauenberufe gemeinsam? Privatisiert, schlecht bezahlt und für die harte Arbeit wenig Anerkennung. Und das ist in anderen Ländern nur marginal anders als in Deutschland. Deutschland ist auch durchaus für andere interessant. Also es wandern ja auch welche zu und es wandern auch welche ab. Vor ein paar Jahren wanderten ähnlich viele Krankenschwestern aus Deutschland ab, wie die vorhin von mir genannten 1700 Pflegekräfte, die jetzt zuletzt hier einwanderten. Also natürlich gibt es Märkte, um nochmal in diesem Vokabular zu bleiben, die für ausgebildete Kräfte interessanter sind. Das ist zum einen sprachlich ist es interessanter. Deutsch ist nun mal eine Fremdsprache, die zwar in Mittel- und Osteuropa noch relativ häufig gelernt wird, in anderen Ländern zum Teil zunehmend wieder, weil Deutschland ein interessanter Arbeitsmarkt zunehmend wieder ist, aber dann nicht unbedingt der Pflegebereich. Da gibt es dann hier auch Interessanteres. Wenn ich mir in China, in Vietnam, in Indien die Mühe mache, Deutsch zu lernen, dann strebe ich nicht unbedingt in die Pflege, sondern habe dann vielleicht, der Fachkräftemangel betrifft hier ja alle, nicht alle, aber viele Bereiche und wird zunehmen. Ne? Da gibt es ja auch interessantere Optionen, wenn ich mir schon die Mühe mache, diese nicht leicht zu erlernende Sprache zu erlernen. Also wir stehen auch sprachlich in der Konkurrenz mit anderen Ländern. Die Schweiz zahlt besser, die Arbeitszeiten da sind besser, die Anerkennung für bestimmte Berufe sind noch höher. Also von daher, um anzuwerben, muss man tatsächlich das Berufsbild anders darstellen und
auch überdenken. Also wir haben ja Rahmenbedingungen, die auch politisch gesetzt sind. Kann man in dem formellen Bereich nicht auch an den Bürokratieabbau mal wirklich drangehen? Muss eine ausgebildete Pflegekraft so viel Bürokratie machen? Kann man das nicht irgendwie, kann man das nicht outsourcen oder offshore machen, dass eben nicht die einzelne Pflegekraft damit so beschäftigt ist? Weil das macht ja auch viele unzufrieden. Dass sie das, warum sie eigentlich in die Pflege gegangen sind, nicht mehr machen können, nämlich pflegen, mit Menschen umgehen. Also das höre ich auch immer wieder, dass gar nicht die schlechte Bezahlung für viele das Totschlagargument ist, sondern dass man das, was man eigentlich machen möchte, nicht machen kann, mit Menschen arbeiten. Ja, wir hatten ja unter Schwarz-Gelb im Gesundheitsministerium eine Ombudsfrau, Elisabeth Beikirch, zum Abbau von Bürokratie in der Pflege, die das genau untersucht hat und die auch sehr gute Vorschläge gemacht hat. Die Politik hat es nicht umgesetzt, also es ist nicht in Gesetze übernommen worden. Das ist natürlich ein Riesenproblem, was Sie da ansprechen, und ich glaube, da muss also wirklich noch ganz oder viel, viel genauer rangegangen werden. Sie haben es gerade gesagt, Pflege ist in Frauenhand. Ja? Also Pflege ist weiblich. Nach Auskünften der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Frau Dr. Lutz, arbeiten nach wie vor erheblich mehr Frauen als Männer in der Pflege. Das Verhältnis ist so etwa 75% Frauen, 15% Männer, und das ist auch in der eigenen Häuslichkeit, findet sich das wieder. Der typische pflegende Angehörige ist weiblich, ist 61 Jahre, hat zwei erwachsene Kinder und ist nicht berufstätig. Wie sieht denn der typische Care-Migrant aus? Sind überhaupt Männer da auch unterwegs? Sind da Männer zu finden? Oder wie ist die Rolle der Zurückgebliebenen da zu beschreiben? Sie haben das ja schon mit einem Statement eines Vaters ein bisschen anklingen lassen. Wie schaut es denn aus, wenn die Frau nach West- oder nach Nordeuropa geht, um sich dort eben der Pflege von älteren Menschen im Ausland zu widmen? Was passiert da zu Hause in den Familien? Also vielleicht noch mal kurz zu dieser Frage der, der Bezahlung und der Anerkennung und was machen andere Länder besser. Also ich glaube, zum Teil ist es natürlich immer das Ausland als Argument zu benutzen. Das hat seinen Charme und ist zum Teil auch berechtigt, glaube ich, aber zum Teil ist es sicherlich auch, also das, was ich aus Schweden höre und auch aus England, auch da gibt es einen großen Bedarf, auch da gibt es ähnliche Probleme, aber wo es wirklich besser geht, ist die Frage der Anerkennung der Abschlüsse, und das ist, da haben Sie einen absolut wichtigen Punkt genannt. Also die Frauen, die Pflege ist ein Frauenberuf, und warum ist es ein Frauenberuf? Weil zur Sozialisation von Frauen das Pflegen, das Kümmern gehört und von Kindesbeinen an gelernt wird. Bei den Osteuropäerinnen, die bei uns pflegen, ist es oft so, das ist nicht unbedingt ihr gelernter Beruf. Ja? Sie haben nicht alle eine Ausbildung als Krankenschwester, sondern da sind auch Ingenieurinnen zum Beispiel dabei oder Lehrerinnen, auch Soziologinnen haben wir schon interviewt, die eben an der Uni gearbeitet haben, aber aus dem Arbeitsmarkt rausgefallen sind, wie viele Frauen in Osteuropa nach der Transformation, oder aber das Gehalt ist so niedrig, dass es einfach nicht mehr reicht, und dann wird dann entscheiden osteuropäische Frauen, für die nämlich Erwerbstätigkeit der Normalalltag war, nicht nur für sie, sondern auch für die Mutter und für die Großmutter schon, dann entscheiden sie, dorthin zu gehen, wo sie eben das Geld für ihre Familie verdienen können. Und das ist eben West- und Nordeuropa oder Südeuropa vor allen Dingen auch. Das ist ein ganz wichtiges, sind Zielländer gewesen lange Zeit, und so stark ist das nicht zurückgegangen durch die Krise. Das ist ganz interessant. Also von daher, ja, was passiert mit den was passiert mit den Angehörigen zu Hause? Also ich habe schon gesagt, also was wir sehen können, ist, dass die Care-Arbeit zu Hause auch in weiblichen Händen bleibt. Also hier wird sie sozusagen weitergegeben, auch dort bleibt sie in weiblichen Händen. Die Großmutter übernehmen das oder andere weibliche Familienangehörige. Bei den Männern gibt es wenig soziale Anerkennung dafür, dass sie das übernehmen. Das ist so ähnlich wie bei uns auch.
Von daher ist da eigentlich ein Rollenwechsel nicht zu finden. Väter, mit denen wir gesprochen haben, haben große Probleme, also einfach damit umzugehen. Was wir oft finden, ist diese Teilung, Großmutter, Vater übernehmen die Betreuung der Kinder zusammen, aber ohne die Großmütter würde das da zusammenbrechen. Das heißt, auch hier sehen wir wieder, Care-Arbeit bleibt in weiblichen Händen, und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, also das auch immer noch wieder herauszustellen. Da könnte man ja verschiedene Schlüsse draus ziehen. Man kann sagen, also fangen sozusagen an in der Erziehung im Kindergarten, in der Schule und so weiter, diese Care-Tätigkeit als einen wichtigen Teil des Lebens zu betrachten. Was wir aber machen, ist ja eigentlich, wir gehen auf die Erwerbstätigkeit zu, und die Erwerbstätigkeit ist sozusagen das, und zwar Berufe zu haben, die auch Prestige haben, und das sind nicht die Pflegeberufe. Ich glaube, dieses Image der Pflege, das ist ein großes Problem, wenn wir uns fragen, also wie wollen wir mehr und bessere Fachkräfte in diesem Bereich bekommen. Die Bezahlung ist ein Problem, die Arbeitszeiten sind ein Problem, aber es ist auch für junge Leute nicht unbedingt cool, in den Pflegeberuf zu gehen. Und ja. Ich möchte nochmal auf das Thema eben mit der Familie, die im Land zurückbleibt oder eben auch den Kindern zurückkommen. Aus einer Murmelrunde ist ein Zettel aufgehängt worden. Da steht: Was sind das für Mütter, die ihre Kinder im Stich lassen, um Geld in Deutschland zu verdienen? Ja, das ist ja natürlich ungefähr genau der gleiche Vorwurf, der diesen Müttern in dieser Euro-Waisen-Debatte gemacht wird. Ja, also wenn ich das vergleiche mit der Zeit in den 60ern, die Arbeitskräfte an Werbung nach Deutschland, dann waren das zum großen Teil Männer. Solange Männer diejenigen waren, die abgewandert sind aus den Entsendeländern, gab es kein Problem. Ja? Jetzt, wo es eine feminisierte Migration gibt und die Frauen fehlen, fehlen die Mütter. Und die Mütter werden hier in die Pflicht genommen und werden sozusagen beschuldigt, ihre Kinder zu hinterlassen. Niemand hat die Männer beschuldigt, ihre Kinder zurückzulassen. Von daher ist es Mother Blaming sozusagen in Reinform, würde ich sagen. Vielleicht nochmal für Osteuropa muss man auch sagen, dass der Staat ja da zum Teil auch große Bereiche der Betreuung übernommen hatte. Das ist aber weggefallen jetzt nach der Transformation. Also es gibt eben diese Betreuung sozusagen von der Kinderkrippe bis zur Bahre in der Form nicht mehr. Auch das fällt weg. Das heißt, auch da sind die Familien diejenigen, die das lösen müssen. Und was wir finden, ist hier ein Haushalt, wo die Familien, weil wir dieses auf die Familie basierte System hier haben, der das familiär lösen muss, und dort auch ein Haushalt, der die Situation, die durch die erwerbstätigen Mütter entsteht, gelöst werden muss. Und das ist fatal. Und ich glaube, da ist die Familienpolitik sozusagen auch die europäische gefragt. Darf ich dazu auch ganz kurz was ergänzen? Also es sind bestimmt keine Mütter, die nach Europa gehen. Wenn ich von der Ukraine aus denke, weil ich da vorhin vorbeigelaufen bin, das sagt mir der Caritas-Präsident der Ukraine immer, man geht nach Europa, obwohl man ja eigentlich schon in Europa ist, um sich da selbst zu verwirklichen und ihre Kinder im Stich zu lassen. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Man geht arbeiten, und für Frauen gibt es eben die relativ gute Möglichkeit, in diesen Bereichen in Europa, also im Westen, Arbeit zu finden. Und das wird natürlich familiär auch ausgehandelt. Wer hat bessere Optionen, Geld zu verdienen? Die Männer gehen dann häufig in den Bau, gehen auch viele nach Russland, die Frauen gehen eher in den Westen und arbeiten dann hier, weil es illegal ist, eben nicht in den gut bezahlten Tätigkeiten, die sehr erkennbar sind, sondern eher da, wo man eben auch im Verborgenen arbeitet, nämlich als Live-ins, die vorhin angesprochen wurden, im Haushalt lebend. Die Auffälligkeit ist dann relativ gering, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist minimal, denn es finden eben doch sehr selten Kontrollen in Privathaushalten statt.
Ob da sich jemand illegal aufhält, ob jemand illegal beschäftigt wird. Also das sind einfach Optionen, die es gibt und die genutzt werden. Und wenn es andere Optionen gäbe, dann würden diese Frauen auch andere Optionen nützen. Aber wenn es die nicht gibt, also die Frauen, die bei uns auch in die Beratungsstellen gehen, die wir kennenlernen, natürlich gehen die nicht um ihre Kinder im Stich, sondern im Gegenteil, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, zum Beispiel Schulbildung zu bezahlen, ein Studium zu finanzieren. Also nicht nur das, was vorhin angesprochen wurde, manchmal geht es auch ums pure Essen. Aber es geht eben auch durchaus um die Zukunft. Ich würde den Blick ganz gern nochmal oder den Fokus ganz gern nochmal auf eine andere Seite der Migration und Pflege wenden, und zwar zu den pflegebedürftigen Migrantinnen und Migranten, die wir eben auch jetzt im Land haben. Wir haben ja ein Anwerbeabkommen mit der Türkei gehabt, das jetzt 50 Jahre alt geworden ist. Das heißt, die Migrantinnen und Migranten, die damals gekommen sind, kommen jetzt eben in das Alter, wo sie pflegebedürftig werden, wo sie eben auch Pflege brauchen. Da gibt es relativ wenig Forschung und Erhebungen dazu. Wie schaut es denn da aus? Ist das eine Gruppe von Menschen, die eben auch von Pflegemigration profitieren könnte, sei es im sprachlichen Bereich, sei es im kulturellen Bereich? Wir sprechen ja auch schon seit langer Zeit eben davon, dass kultursensible Pflege gestärkt werden muss. Wie sehen Sie das? Was haben Sie da für Erfahrungen? Das würde mich sehr interessieren. Also es stimmt, es wird wenig dazu geforscht. Es gibt ein paar Forschungsprojekte im Moment dazu. Was wir sehen, sind, dass auch unterschiedliche Lösungen von diesen Einwanderinnen und Einwanderern gesucht werden. Also eine Form ist das mobile Altern, wie wir das nennen. Das sieht so aus, dass einige Monate des Jahres eben im Heimatland verbracht werden und einige Monate hier. Aber das geht natürlich nur so lange, solange man noch mobil ist. Wenn diese Mobilität nicht mehr gegeben ist, dann sind Pflegeheime das Einzige, was man noch dann auch ermöglichen kann. Und auch in den türkischen Familien ist es so, dass ein großer Druck auf die Kinder in der Tat, es gibt diesen Druck, und die Kinder müssen das unter den Geschwistern aushandeln, also wer die Eltern dann pflegt. Aber also ähnlich wie in deutschen Familien natürlich auch, wer macht das, also wer kümmert sich jetzt um die alten Eltern, aber es gibt natürlich auch eine steigende Anzahl von Menschen, die in die Heime kommen. Und die Heime sind darauf nicht vorbereitet bislang, und auch da gibt es einen großen Bedarf, und da ist vermutlich das keine schlechte Idee. Also man kann sagen, also wenn es hier keine gibt, müssen wir sie eben anwerben. Andererseits kann man natürlich auch sagen, mit einem besseren Status dieses Berufes könnte man vielleicht auch mehr von den jungen, von den zweite, dritte Generation Jugendlichen dafür begeistern, diese Arbeit zu machen. Aber wie gesagt, es ist der Status ist sicherlich sehr schwierig dabei. Aber wie gesagt, also zu dem mobilen Alter muss man vielleicht auch noch sagen, das gibt es natürlich bei Deutschen auch. Ja, es gibt eine steigende Zahl von älteren Deutschen, die eben einen Teil des Jahres zumindest im Ausland verbringen, die auch selbst jetzt anfangen, also ein Heim, ein Pflegeheim in einem anderen Land zu suchen, wo sie, was sie sich leisten können. Und das ist genau dieses Geldargument, was auch ganz wichtig ist. Und also wir sind ja nicht mehr, wir leben nicht mehr in diesem hermetisch abgeschlossenen Nationalstaat, sondern da sind andere Lösungen da. Menschen, also ne, gehen nach Kenia, nach Asien und so weiter. Und das wird auch ein wachsender Teil werden. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns immer klar sein müssen, ist, erstens gibt es verschiedene Phasen des Alterns, also es gibt die Phase, wo man noch einigermaßen mobil ist, und es gibt dann aber auch die Phase, wo man das möglicherweise nicht mehr ist, und dafür müssen unterschiedliche Lösungen gesucht werden, und das heißt, es muss ein ganzes Kaleidoskop von Möglichkeiten erörtert werden, also was brauchen wir eigentlich für das Alter und was brauchen wir in der Pflege. Also
Als Vertreterin eines Verbandes, die natürlich auch Pflegeeinrichtungen vorhält, kultursensible Pflege ist ein Thema, allerdings ist es ein Thema, das mit Vielfalt in dieser Gesellschaft zu tun hat. Ich erwarte von jeder Pflegekraft in jeder Einrichtung der Caritas, egal wo sie herkommt, dass sie kultursensibel ist und dass sie entsprechend auch fortgebildet und geschult wird, um das an die sich wechselnden auch Bedürfnisse einer sich verändernden Gesellschaft immer weiter anzupassen. Meiner Meinung nach lässt sich das überhaupt nicht mit der Frage von Anwerbung in einen Zusammenhang zu bringen. Denn das würde ja heißen, ich habe dann sprachlich gesehen ein Heim für Italiener, für Spanier, für Griechen. Das mag mit den großen Kulturgruppen noch gehen, davon abgesehen, dass das genauso nicht funktionieren kann wie andere Vorstellungen von, ich mache mir jetzt eben meine alten Pflegebedürftigen passend für die Einrichtungen. Ansonsten habe ich in den Einrichtungen die Vielfalt der Gesellschaft, bei den Mitarbeitern die Vielfalt der Gesellschaft und ich habe einwandernde Pflegekräfte, die nicht kultursensibler sind, weil sie gerade eingewandert sind. Die sind sicherlich migrationssensibler, haben ein Gefühl für die Migrationssensibilität. Dass sie kultursensibler sind und als einwandernde Chinesin es leichter hat, eine Tunesierin zu pflegen. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das kann die Chinesin so gut und so schlecht wie die Deutsche, die Italienerin, die Spanierin, die Griechin oder woher auch immer die kultursensible Pflegekraft, die ich mir wünsche, kommt. Also von daher Anwerbung als Lösung für dieses in die Alter kommende Generation von Eingewanderten sehe ich nicht. Mit dem ganz kleinen Stichwort auch noch, das sind Menschen, die haben ihr Leben hier verbracht. Und das hört man in anderen Kontexten, also auch gerade wenn es um so Kulturfragen geht, die haben hier gelebt und sind auch in einer Alterskultur hier jetzt zu Hause, in die eine neu angeworbene Kraft, die aus dem ehemaligen Heimatland kommt, nicht automatisch sich hineindenkt. Denn der fehlt wiederum ja das Wissen um das Leben hier über Jahrzehnte, das Altwerden hier, die Frustrationen, die man auch vielleicht erleben musste und, und. Also das ist ja nicht so, dass hier jemand, der vor 50 Jahren aus Italien kam, den gleichen kulturellen Hintergrund hat wie jemand, der heute aus Italien kommt. Und das Gleiche gilt für alle anderen Länder auch. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie gehen wir mit der Vielfalt der alternden und alt werdenden Menschen um? Wie kann man darauf reagieren? Forschung, wie kann man eben auch darauf reagieren, dass viele dann im Alter, die eben erst als Erwachsene gelernten Deutschkenntnisse auch zum Teil wieder verlieren, wobei ich jetzt auch gerade von einer Bekannten gehört habe, ihr Vater kann das auch sehr gezielt einsetzen. Wenn er jemanden mag, versteht er noch sehr gut Deutsch und spricht es auch. Wenn er jemanden nicht mehr sagt, ach, du weißt doch, ich bin alt, ich kann das nicht mehr so. Natürlich, da muss man gucken, aber ansonsten, wie gesagt, die Erwartung muss eigentlich an alle Einrichtungen sein, dass sie mit den unterschiedlichen Kulturen, die in diesem Land leben, und damit meine ich nicht nur aufgrund von Herkunft unterschiedlichen Kulturen umgehen können. Frau Dr. Lutz, wollten Sie noch was ergänzen? Würde ich dem zustimmen, dass Kultursensibilität in Bezug auf alle zu Pflegenden gefragt ist. Aber es ist natürlich schon so, dass im Alter dieser Zweitsprachverlust, der Zweitspracherwerb eben dazu führen kann, dass diese Sprache eben nicht mehr zur Verfügung steht ab einem bestimmten Punkt. Und da gibt es Probleme. Und das heißt also, auch darauf muss man sich einstellen, dass man also muttersprachliche Pflegerinnen und Pfleger hat. Und es ist völlig richtig, also jemand, der jetzt zum Beispiel aus der Türkei kommt und hier nicht gelebt hat, pflegt eine Frau oder einen Mann, die hier seit 50 Jahren leben. Also das ist in der Tat so, dass da dass es da vielleicht Probleme gibt, aber wo die Probleme relevant sind, ist eben im Sprachvermögen, ja, und in der Sprachkompetenz. Und da würde ich sagen, wäre es durchaus berechtigt. Aber gleichzeitig haben wir hier haben wir natürlich auch türkisch sprechende junge Leute, die sicherlich auch also für diesen Bereich angeworben werden könnten, beziehungsweise Deutsch-Türken, die man dafür begeistern könnte, vielleicht in diese Arbeit zu gehen, aber dann müsste sie anders aussehen, als sie im Moment ist. Und ich denke, also insgesamt
wir bekommen das nicht mehr weg. Die Welt ist einfach komplizierter geworden. Die Globalität ermöglicht vieles, was vor 20, 30 Jahren noch nicht möglich war. Also zum Beispiel auch die Migration im Alter. Die Frage, also für wen, also wie denken wir uns eigentlich einen alten Menschen? Ja, auch da müssen wir anfangen, uns wirklich an Diversität dieses alten Menschen oder dieser alten Frau oder dieses alten Mannes mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen, die da noch geblieben sind, aber auch mit der Frage, wie gehe ich mit Kontrollverlust um? Kontrollverlust ist eines der zentralen Merkmale von Altern. Und da gibt es persönliche Unterschiede, da gibt es vielleicht auch kulturspezifische Fragen, die dazu zu berücksichtigen sind, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht sozusagen diese eine zu pflegende Person haben, für die wir jetzt eine zugeschnittene Schablone suchen, sondern es ist vielfältig. Wir leben einfach in der Vielfalt. Wir haben noch ein Mikro gelangt. Ja, ich finde diese Debatte über interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenz, wie weit muss man sich anpassen, hat häufig auch den Vorteil, man kann einfach insgesamt das Thema nochmal überdenken. Und wenn ich sagte, wir haben eine vielfältige Gesellschaft und wir haben auch vielfältigere ältere Menschen, weil vorher mal kam, kommen wir heute auch noch irgendwie auf Lösung, aber das soll ja morgen der Fall sein, habe ich gehört. Es gibt auch vielfältigere Überlegungen, welche Lösung man finden kann. Und man kann natürlich von Zugewanderten, sowohl von den zugewanderten heutigen Senioren, wie auch von frisch zuwandernden, frisch woanders ausgebildeten Pflegekräften, die eben auch andere Ideen, andere Möglichkeiten im Blick haben, auch lernen und sich nochmal überlegen, wie wollen wir Pflege in Zukunft gestalten und zwar wirklich als Gesellschaft und nicht jedem seine Polin, der zu Hause bleibt und im Heim dem Türken die türkische und dem Schwaner die spanische und bei 190 Sprachen geht das ja irgendwann gar nicht mehr, sondern wie wollen wir eben als Gesellschaft mit diesen verschiedenen Ideen und Optionen die alte Menschen zu Recht einfordern, dass sie die leben können, umgehen. Das ist auch ein Kulturwandel. Vor 50 Jahren haben auch ältere Menschen noch nicht so viel Ansprüche gestellt und gesagt, ich will das aber und ich möchte gerne so weiterleben, wie ich das gewohnt bin. In manchen Punkten muss man eben lernen, man kann nicht so weiterleben, wie man es gewohnt ist. Auch da kann man dann vielleicht von Menschen mit Migrationshintergrund wieder leben, weil die hatten schon andere Brüche in ihrer persönlichen Biografie und können eben auch im Umgehen mit diesen Brüchen in der Biografie auch wieder für dieses Thema, wo es eben auch Umbrüche, Kontrollverlust, vielleicht muss man doch nochmal umziehen. Das sind alles Umbrüche in Biografien, mit denen es umzugehen gilt und wo man vielleicht eben aus dieser Migrationsdebatte und Migrationserfahrung tatsächlich fruchtbare Ideen ziehen kann. Aber nur dann, wenn wir auch offen sind dafür zu sagen, das sind eben auch mal um die Ecke gedacht Ideen. Ja, wenn wir auch offen sind für das Thema und ich glaube, da müssen wir uns auch oft mal selbst an die Nase langen, weil wir, glaube ich, sind persönlich gar nicht so sehr offen für dieses Thema, denn es betrifft uns ja auch alle selbst und sich damit zu befassen und zu überlegen, wie will ich denn alt werden, wie will ich denn gepflegt werden und wie stelle ich mir das denn für mich persönlich vor, das ist oftmals eben auch die Aufgabe, die wir unseren Kindern hinterlassen, die dann die Entscheidung treffen müssen, wie soll es denn werden, daheim oder im Heim oder eben eine Hilfskraft zu Hause oder ein ambulanter Dienst. Ich glaube, es ist auch an uns da wirklich aktiv in unser Leben da einzugreifen und Dinge da auch zu gestalten. Das Thema Lösungen, gibt es denn heute Abend noch Lösungen? Das ist eine ganz schwierige Frage, Lösungen überhaupt zu finden. Wir haben ja diese Tagung Deutschland im Pflegenotstand, Perspektiven und Probleme der Care-Migration. Morgen gibt es eine Diskussion, die Abschlussdiskussion, die unter dem Motto steht, politische und gesellschaftliche Handlungsempfehlungen. Also da, ja, das wird eine harte Diskussion und ich glaube, da werden dann wirklich die Lösungen erwartet. Wir haben ja heute Abend hier den Titel Ist Care-Migration Teil einer angemessenen Lösung des akuten Pflegenotstands und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, dass wir wieder in unser Zeitkorsett reinkommen. Es ist 8:30 und deshalb würde ich Ihnen jetzt ganz gern einfach nochmal die Möglichkeit geben, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Eben, ist das denn ein Teil einer angemessenen Lösung des akuten Pflegenotstands? Vielleicht können Sie da auch das noch
noch kurz reinpacken, was Sie vorhin nicht sagen konnten aus Zeitmangel. Aber ja, kurz und knackig, aber nehmen Sie sich doch den Raum. Also wenn ich jetzt alles noch sagen würde, was ich nicht sagen konnte, dann sitzen wir hier noch ein paar Stunden. Nein. Migration ist für mich einfach ein Teil der modernen Gesellschaft und deswegen selbstverständlich und stellt sich für mich nicht als Frage Teil einer hiesigen Problemlösung im Pflegebereich. Migration wird stattfinden, Migration soll stattfinden, Migration kann in einigen Aspekten etwas dazu beitragen, ganz allgemein, dass wir hier in einem Schwund an potenziellen Arbeitskräften das ein bisschen abpuffern können, lösen für den Pflegenotstand, der ja viel mehr Facetten hat als die Frage, haben wir genügend Arbeitskräfte? Das wurde vorhin zum Teil angerissen, da geht es dann um Fragen, was ist denn überhaupt ein Pflegebedarf? Wer kriegt denn Leistungen? Wer soll diese Leistungen denn in Zukunft noch finanzieren? Ganz häufig die Pflegestufe 0, die Demenzkranken, sind ja die, die häufig dann diese häusliche Betreuung haben. Also das sind ja alles Themen, die gar nicht mit der Frage, was haben wir an Arbeitskräftepotenzialen in Deutschland zu beantworten sind. Und nur auf diese Frage kann Zuwanderung einen Teil beitragen zu einer Lösung. Ansonsten müssen wir uns unsere Gedanken, wie wir diese Themen im Pflegebereich, wenn ich wirklich von dem Pflegenotstand rede, das geht weit über Fragen von Zuwanderung hinaus. Und von daher kann es, und das war das, was ich eingangs als Schlussthese sagen wollte, kann es gar keine Lösung sein. Es kann in bestimmten Punkten etwas dazu beitragen, dass es einzelnen Menschen besser geht, hoffentlich der Pflegekraft, hoffentlich ihrer Familie und hoffentlich auch der zu pflegenden Person oder der Einrichtung, in der sie tätig wird. Aber den Pflegenotstand lösen, nee. Ja, also ich würde mich dem anschließen. Ich finde, dass wir, dass es ja eigentlich gar keine Frage ist, sondern wir müssen den Fakten ins Auge blicken. Und im Moment ist Migration in die Privathaushalte eine Lösung, die Menschen bevorzugen. Und zwar deshalb, weil weiterhin bevorzugt wird, dass man eben so lange wie möglich zu Hause bleiben kann und eben auch zu Hause sterben möchte. Also wir haben die Befragungen dazu, 80% möchte zu Hause bleiben. Und ich glaube, also in dem Sinne, so akut das im Moment ist, da geht es nicht um die 500.000, die in den Pflegeheimen fehlen, sondern da geht es sozusagen auch um einige Hunderttausend, die eben schon hier sind. Und für die müssen wir die Situation verbessern. Also das ist heute immer wieder gesagt worden, heute Abend von verschiedenen Podiumsteilnehmerinnen, dass die Arbeitsbedingungen einfach so, wie sie sind, ohne Arbeitskontrolle, ohne Sozialabgaben und so weiter, nicht tragfähig sind. Und da würde ich auch sagen, da muss man eben doch überlegen, ob man vielleicht nicht das österreichische Modell übernimmt. Da ist zumindest eine Form von Kontrolle da. Aber es kann, also das ist sozusagen, es gibt kurzfristige Lösungen, die jetzt eben von Menschen gesucht werden und da gehört Migration dazu. Und es gibt natürlich auch langfristige Lösungen und für die langfristige Lösung kann das keine, also das ist eine ganz, das ist mein ganz klares Statement, kann es keine Lösung sein, denn ne, wir suchen dann immer wieder nach Ländern, die eben, wo das Lohnniveau niedriger ist und wo sozusagen rekrutiert wird. Das kann keine Lösung sein. Was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Debatte. Was wir brauchen, ist eine Debatte darüber, dass Care ein Menschenrecht ist und dass auch dieses Menschenrecht nicht über den Markt zu lösen ist, also indem man sozusagen einen Markt schafft. Und genau diese Frage der gesellschaftlichen Kultur in der Sorge oder in Bezug auf die Sorge, das muss eine Debatte sein. Ich sehe das auch noch nicht so schnell, aber ich glaube, dass wir das anregen müssen. Also ich sehe nicht die Banker oder die Berufe, also in denen die Hochqualifizierten arbeiten, so schnell, also über Arbeitszeiten und über sowas wie einen Care-Tag oder so oder einen zivilgesellschaftlichen Engagementtag zu sprechen, aber da im Prinzip müssen wir dahin. Also es gibt einen sehr schönen Vorschlag von der
von einer amerikanischen Kollegin, die spricht davon, dass wir zu sowas wie einem Universal Caregiver-Modell kommen. Und damit meint sie, dass jeder von uns, jeder Erwachsene, ob er Kinder hat oder nicht, ob er oder sie Eltern hat oder nicht, eine Care-Verpflichtung übernehmen muss. Und dann also sozusagen die unsere Gesellschaft von Care her denken und nicht von Erwerbsarbeit her zu denken, würde eben und muss zu neuen und kreativen Lösungen führen. Das ist jetzt nicht was wir sozusagen schnell umsetzen können, aber als eine gesellschaftliche Debatte, wenn wir Care als Menschenrecht betrachten, ist es, denke ich, die einzige Lösung, langfristig. Ja, vielen Dank. Da sind wir wieder angekommen bei dem Zettel Pflicht zum zivilgesellschaftlichen Engagement. Ich glaube, das wäre eine Idee für eine neue Tagung. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre klaren Statements. Ich denke, das war ein wunderbarer Input für die Tagung, die ja morgen noch weitergeht. Und ich persönlich würde jetzt hier mal Schluss machen und wieder zurückgeben an die Moderatorin. Dankeschön. Ja, die Moderatorin will auch gar nicht mehr viel sagen, außer sie zum einen noch darauf hinweisen, dass zu dem Thema Vielfalt in der alternden Gesellschaft, was ja zuletzt auch anklang, die Heinrich-Böll-Stiftung ein Dossier rausgebracht hat mit verschiedenen Beiträgen. Sie finden das auf der Website der Stiftung, können es dort kostenlos runterladen. Und dann möchte ich Sie jetzt, wie schon vorhin angekündigt, einladen, sich auszustatten mit Getränken und Fingerfood. Sie finden beides hier im Vorraum auf der rechten Seite und es sich für den kulturellen Ausklang auf dieser wunderschönen Schäfchentreppe gemütlich zu machen. Herzlichen Dank bis hierhin und noch einen schönen Abend und bis morgen.